Jetzt kannst du es vergessen. Ach Quatsch. Ich hole mir eine Gravitätsgranate und dann schmeiße ich die da runter und dann. Dann kann er mich mal. So, oh, da sind zwei. Da sind zwei, einfach mal. Die spreng ich beide in die Luft. Nehmt das! Mein Schaf! Spreng die Bude! Spreng sie bitte, 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 bitte! Ja! Mein Schaf! Es rennt! Ja, nein! Rennt daher! Ja! 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 LOL! Yo, ihr Chiller! Hey ho, Minecraft-Freunde! Willkommen zu einer weiteren Runde von Bed Wars mit dem Freaks-LP! Hallöchen! Na? Ja, ich möchte kurz was sagen, weil ich noch in der Lobby bin. Ich nehme mir vor, für diese Runde 4 Gegnerteam-Betten zu zerstören und deren dazugehörigen Partner, sprich 4 Teams aus dem Rennen zu schmeißen. Das nehme ich mir vor. Du musst dir nichts vornehmen, ist nur so eine Kleinigkeit. Ich habe irgendwie heute Bock, mir was vorzunehmen für die Runde. Ich nehme mir einfach die anderen 4 Teams vor. Da mussten wir aber mich mit einberechnen, denn ja, wir haben ja insgesamt 8 Inseln hier nur und naja. Ich bin der Freaks-LP. Wir gehen in den Kombi-Mode und gehen in... Okay, ich habe schon mal einige Blöcke. Ich gehe mal in die Mitte direkt zum Goldbaum. Ach, da ist der Goldbaum. Aha! 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 Wir spielen übrigens auf der 1.8, deswegen kein Shader. Aber meiner Meinung nach, du kannst mal sagen, was du da findest. Ich finde selber irgendwie, dass sie ein wenig besser von der Performance her läuft. Kann daran liegen, meiner Meinung nach. Frikadella. Hab ich gesagt, dass ich gerade ganze 20 FPS habe? Nein, echt jetzt? Ja, es ist aber mein Computer, der hat schon wieder Mir läuft die 1.8 so perfekt irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, normalerweise läuft die auch von der Performance her echt viel besser, finde ich, aber... Kann sein, dass das irgendwie daran liegt, dass ich... Also auf der einen Seite habe ich natürlich keinen Shader drin, so, ne? Aber ich denke irgendwie, also gefühlt kommt es mir trotzdem noch ein wenig besser vor. Ja, es kann angehen. Vielleicht habe ich auch ich habe wieder irgendeine Grafikeinstellung hier total scheiße eingestellt. Wenn man mal in die Minecraft-Wiki schaut, dann sieht man auch, wie viele Sachen die da jetzt hinzugefügt haben mit der 1.8. Das ist richtig krass. Ja. Und ich habe nicht genug Blöcke dabei, um wieder zurückzukommen. Ach du Kacke. Oh, jetzt ist... Das könnte schon das Ende für mich bedeuten. Und, warum? Und, nein, es ist jemand... Ich habe mein Bett nicht eingebaut. Ich Vollpfosten. Du brauchst dein Bett nicht. Nein, doch! Sag nicht, das war dein Bett! Ja. Bist du tot? Ja, ich bin Team Black, aber ich bin gerade noch am Verpissen. Ich gehe jetzt rüber zu dem und baue jetzt sein Bett. Komm zu mir auf die Insel! Ich lade dich ein! Komm zu mir! Warte. Ich komme jetzt erstmal kurz zu dem anderen hier und baue sein Bett kaputt. Ja, nee, ich laufe über seinen Weg und werde jetzt mal ein bisschen, zack. Weg mit dir! Sag nicht im Ernst, dass du eben gerade dein Bett verloren hast. Doch! Und bist du jetzt schon tot? Nein! Renn um dein Leben! Renn! Ich lebe noch, ja! Oh Gott! Woho! Und ja, der Typ kommt mir nicht hinterher, weil er hat selber Schiss, weil ich sein Bett auch kaputt gemacht habe. Echt jetzt? Ja! Geil! So, okay, ein Bett von 4 ist schon mal kaputt gegangen. Läuft bei dir. Aber du, ey, ne? Hast du überhaupt schon ein Bett kaputt gemacht? Noch nicht, ja, kommt noch. Was bist denn du, Team Pink oder was? Ich muss mal schauen. Bist du Le Blue? Ich bin gelb. Ach stimmt, du bist ja gleich genickt. Bin ich genickt? Hey, ich bin genickt. Hä, ach stimmt. Weil wir in einer Party sind und genau, so mega cool. Deswegen, ja, genau. Deswegen. Und deswegen können wir halt in so einer dicken Party ein wenig uns ausspionieren, weil wir uns selber sehen. Fette Party. Was ist das? Eine fette Party. Vater. Für den Vater. Vater. Nur das Beste. Für die Gäste nur das Beste war es, ja. Für die Gäste nur das Beste. Tschö mit Ö. Sarah mit H. Ja. Oh, Sarah Mann. Mit H. Boots, ich hab schon Bogen. Ich räume hier gerade in der Mitte. Sag mal, wo bist du denn? Du hast gerade den einen runtergekickt, oder? Nee, doch nicht. Ich bin noch auf meiner Insel, bist du am Rumchillen. Kann ich überhaupt noch mal eine Challenge schaffen? Du hast den einen runtergekickt. Das war ich, genau. Der andere, dem ich gerade sein Bett kaputt gekloppt habe. Der mein Bett kaputt gemacht hat, der Affe. Echt den jetzt? Hast du gerade runtergekickt, ja. Bist du das? Ja, au!
Oh. Au! Nein! Nein! Das wollte ich nicht! Der zweite Schuss, dann kam einfach wie aus einer Pistole geschossen. Nein, tut mir leid, tut mir leid. Jetzt habe ich dich getötet. Oh nee! Das kann's jetzt nicht sein. Kannst du das sein? Sag doch, dass du diesen schwarzen Namen hast. Habe ich das nicht gesagt schon zu Anfang an, dass ich schwarz bin? Weiß ich nicht. Oh nee, jetzt habe ich dich getötet. Wie schlecht war denn das? Bist du gerade bei mir? Nee, also. Nee. Ich hab's schon gedacht. Ja, es war sehr professionell und. Alter, nee. Das fasse ich ja jetzt aber nicht. Aber jetzt hast du zumindest schon mal zwei Leute ausgerottet, ne? Ja, ich wollte aber eigentlich deren Bett auch, also meine Challenge besagt eigentlich, dass ich deren Bett auch noch abbauen muss. Ja, das habe ich schon ein bisschen. Für den einen habe ich das übernommen, das zählt aber bei dir mit dazu. Okay, okay, okay. Ein Bett hast du schon. Ein Bett, sagen wir mal, wenn das mitzählt. Dann habe ich ein Bett abgebaut. Und was macht denn der Typ da unten gerade? Bist du das? Nee. Hä, ich bin auch gar nicht mehr da. Ja klar, aber da unten ist eigentlich ein Name und irgendwie verschwindet er nicht. Und oh, da hinten baut sich einer zu mir rüber. Du Sack, verschwinde da hinten! Bist du denn? Ich kann nicht, ich weiß gar. Ach, den meinst du? Ich bin gerade in der Mitte. Roten hier oder was? Ja, ich. Nee, der rote der nicht. Der sich da gerade rüber chillt. Ich geh mal eben zu Pink rüber und ich muss da auch jetzt mal ein wenig Action machen hier. Ich habe leider keinen Optifine, kann gar nicht erkennen, ob der einen Bogen hat. Ja. Hat der einen Bogen? Ich weiß, dass mein Bett hat gleich er. Hat er. Warum schießt er dann nicht? Der schießt. Ah, jetzt schießt er auch. Der hat gerade eben auch schon geschossen. Hinter dir sind die ganzen Pfeile nur gelandet. Oh, oh. Der schießt nur dran vorbei. Ja, ich auch bei ihm. Wir beide sind sehr große Profis. Obwohl, er ist tot. Er ist tot. Oh, hä? Oh, was war das? Ich bin tot. LOL. Oha. Jetzt kommt der hier! Bei mir ist jemand! Ja, ich seh's! Ach du Scheiße! Hast du dein Bett so. Nein! Hab ich nicht! Ich lauf rüber zu Grün! Der kann mich und mal! Und dein Bett ist kaputt! Egal! YOLO! Yo, genau! Oh nee! Oh nein, ey, genauso schlau wie ich auch, einfach Bett nicht einbauen, scheißegal! Läuft auch so, meinst du? Auf jeden Fall! Wo ist er? Der ist bei mir drüben! Ja, komm mal rüber hier! Du Oberspacko, ey. Ich hab ne kleine Überraschung für dich. Jetzt wird Gobel so. Jetzt gibt's Ärger da drüben, meinst du? So, oh, da sind zwei. Da sind zwei, einfach mal. Die spreng ich beide in die Luft. Nehmt das! Mein Schaf! Spreng die Bude! Spreng sie bitte! Ja! Mein Schaf! Es rennt. Ja, nein! Rennt daher! Ja! 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 LOL! Komm raus! Schaf, ey, aber das Schaf ist ein bisschen koordinierter geworden, ist das, oder? Ist das runtergefallen gerade, das jetzt, Schaf? Jetzt. Ich sehe es nicht mehr. Ist aber doch, es ist unten. Aber es ist Cordy. Also, sonst fallen die doch auch. Ich wusste gar nicht, dass das so. Also, was war das für ein Gommemot-Schaf gerade? Alter! Ja. Weil sonst, voll krass. Also, sonst sind die Schafe ja nicht so koordiniert gewesen, sind von selber, sind gar nicht so hinterhergelaufen und auch nicht auf dem geraden Weg. Die sind jetzt einfach runtergefallen. Tja, da würde ich mal meinen: Schaf, die zweite, auf geht's! Gönn dir! Oh! Es ist runtergefallen. Dummes Schaf, ey. Oh, Mann. Das war jetzt nicht das Gommemot-Schaf. Das war nicht das Gommemot-Schaf. Aber das erste, das ging ja mal übelst ab. Das ging ja richtig ab, das erste Schaf. Naja. Ja, jetzt erstmal wieder ein bisschen Gold snacken in der Mitte, ne? Genau, erstmal hier 10 Stücke hier wieder. Hier liegt doch auch noch voll viel. An der Seite noch. Falsch. Nein, andere Seite. Ja, ich bin ja noch am gucken. Lass mich mal. Ach, da. Da liegt noch eins. Oh, da kommt Pass einer. Auf, da kommen welche. Zwei. Kick weg, runter. Oh, oh, oh. Jetzt wird's. Lol. Oh. Gold. Ich bleib in der Mitte. Einfach nur wegen dem Gold. Hä? Greifen die dich nicht an? Du bist nicht genickt, glaube ich. Doch, ich bin genickt. Ja, die wollten mich angreifen. Ja. Die wollten nur das Gold einsammeln. Oh, die sind so schlau. Bin ich Team Gelb, ja, ne? Warte, wie viel Gold hast du jetzt? Ich habe jetzt nur 14, aber da immerhin. Da ist noch mehr, glaube ich. Hier ja, egal. Noch ja, ich gehe ja gleich wieder hin. Immer mit der Ruhe hier, Bertha. Kannst Bertha. Dir schon mal... Bertha! Dann Bertha, kannst du schon mal, ja! Könntest du den geilen Bogen machen, den allergeilsten. Ja, den kaufe ich mir jetzt auch. Zack. Und dann kannst du mal direkt zu... Grün rüber... schießen. Boah, mein Husten ist heute wieder so schlimm, ne? Das ist, ey... möchte ich ja nicht Ach, sagen. Ach, Team Grün lebt ja noch, ne? Ja, da gehe ich gleich mal hin. Der chillt da noch ein bisschen rum.
Ich kaufe mir gleich aber erstmal ein paar Schafe nochmal. Ich finde die Schafe einfach zu geil. Ne, die Grüne, der Grüne hier, der chillt hier seine Lage ein bisschen. Ja, das könnte ich sein. Richtiger Chiller da drüben. Richtiger Typ. Oh, jetzt so. So, was wollte ich machen? Ah, ich wollte mir noch Tränke kaufen. Das ist immer schlau, wenn man noch ein paar Tränke auf Tasche hat. Ein paar Tränke auf Tasche, du. Kaufe ich mir nochmal so einen. So, okay, dann gehe ich mal rüber zu Grün, esse noch einen kleinen Happen. Sag mal, hockt er eigentlich bei Grün gerade? Ja, der hockt da vorne. Ah ja, ich sehe seinen Namen. Gesagt. Ja gut, dann Schaf. Würde ich mal meinen, gönn dir. Auf geht's. Yo, komm. Bitte, gönn dir. Das ist so geil. Schaf rennt unkoordiniert und rennt hinterher. Es läuft noch. Ja, es läuft. Es läuft. Oh, er kommt wieder. Oh, doch, es rennt immer noch. Ich bin ja dahinter. Oh. Jetzt? Nein, das Schaf ist runtergefallen, aber egal. Raufschießen. Pass auf, Gommel. Dir. Entschuldigung, falls ich jetzt Alter, das ist ja der übelste PvP-Noob. Nein, ich bin raus. Team Gelb wurde besiegt. Ach, stimmt, der Bett war ja auch kaputt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Und ich sag gerade noch so, ach, der trifft mich ja eh nie. Und dann batz bin ich raus. Naja, gut. So ist das. Ich würde sagen, ich hänge noch eine kleine Runde hinten ran und schaue dann nochmal, wie es weiterläuft. Also Leute, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück in der zweiten Runde. Ja, da sind wir wieder. Auf derselben Map hier. Wir probieren es nochmal. Diesmal baue ich auch mein Bett ein wenig ein, aber trotzdem, ich bleibe an meiner Strategie. Erstmal in die Mitte mich bauen und dann mal weiterschauen. Das ist meine Strategie immer. Erstmal in die Mitte bauen und dann mal weiterschauen. Ja. Wie der schön mit Öl. Reim der bester Reim. Scout, ey. Komm, knüppelt wieder einen raus, ey. Ja, normal. Ja. Wie auf der Toilette, da knüppel ich auch immer eine raus. Nein, Spaß. Ich habe gerade im Namen von Frikadella gesprochen, müsst ihr wissen. Frikadella. Die Frikadella, kommt wieder vorbei. Ja, Freunde, kommt mal ran, ich hab dicke Frikadellen. Bei mir gibt's keine Leitprodukte, hau die Sahne in die Suppe. Schwenkt die Nudeln in der Butter und die Männer haben Hunger. Oh Mann, ey. Nee, das bist du nicht, ey. Oh, ich bin jetzt Team Grün, du bist Team Gelb. Jetzt wird's kurz spannend hier. Sagt der Bergmann. Genau, sagt der Bergmann. Das muss man einfach immer mal einmal öfter mal sagen. Ja, ich hab das dann, auch in letzter Zeit irgendwie dann, voll ja, im das Kopf. Die Sache ist, wenn man das sagt, dann schafft man auch irgendwie immer ein bisschen besseres. Hier. Ich bin ja schon fast in der Mitte. Ich bin auch fast in der Mitte. Roten gerade hingeklockt. Was ist, wenn wir uns treffen? Dann machen wir Party. Dann machen wir eine Teeparty in der Mitte. Hast du einen Tee dabei? Ey, du Arsch. Verschwinde hier! Dein Bett zählt auch als Gegnerbett. Ja. YOLO! Ey, yo! 4 Gold! Geil! Ich dann einfach mal wieder direkt. Oh, scheiße! Ich baue dein Bett ab! Da ist gerade. Nö, da ist schon jemand anders. Der denkt sich, yo, ich baue jetzt erstmal das Bett von dem Freaks ab! Nein, du! Warte, ich helfe dich, ich hab ein Schwert! Nein! Jetzt hab ich mein. Nein! Lol. Oh, ich hab ihn getötet, aber. Ich bin runtergefallen! Nein, bist du nicht! Nein. Du bist nicht im Ernst runtergefallen jetzt. Doch, oh, Entschuldigung. Telefon. Das bin ich übrigens, der da gerade anruft. Muss ich mal dazu sagen. Alter, der Freaks, der ist einfach runtergefallen. Was geht ab mit ihm? Er springt einfach aus der Welt. Ich helfe ihm hier noch. Und er sagt sich, YOLO. Und ich kaufe mir nochmal so ein paar Schafe hier. Boah, so, ey, nee. Du sagst ja auch einfach mega YOLO, ne? Ja. Was geht denn ab bei dir? Alter, richtiger Gomme-Mode. YOLO. Weißt du, ich helfe dir auch noch so. Ich komme hinterhergelaufen, versuche alles, um dich noch zu retten irgendwie. Ja, und ich, ey. So, den hau ich runter. Ich denk mir YOLO. So, Schaf, tu, was du nicht lassen kannst. Ja, oh Schaf, hau ab, bitte. Ja, es ist runtergefallen. Ach, boah, ein Glück. Oh. Und ich hab wieder Gold. Hui, sehr schön. Okay. Lecker, schmecker, Gold hier. Lecker Gold, ja. Ja, da bist du leider raus. Also irgendwie hast du heute wirklich kein Glück hier mit Bed Wars. Aber dafür hab ich, na gut, ich hab ihn noch nicht besiegt. Ich hab jetzt ein Bett weniger in der Runde, das ich jetzt abbauen könnte. Egal, der ist runtergefallen. Was war nochmal meine Teamfarbe? Ich war grün. Du bist ja, grün. Ja. Du bist Team Grün. Oh, ich wollte das Schaf gar nicht setzen, naja. Wie viel Gold? Ich habe 6 Gold, 7 Gold, 8 Gold, Blattgold, 10 Gold.
Blattgold? Ja. Ja, wieder direkt nur Blattgold. Ja. Ja, man merkt richtig, wie du dich freust über deine Lage gerade. Ja, merkt man auch. Ich merke auch gerade, wie du den einen da bemerkt hast, ey. Ja, normal, ey. Okay, ich laufe hier rüber zu mir. Ich habe 10 Gold. Ja, da bist du einfach raus. Ich find's gut, dass mein Nachbar, der Orange, ne, nicht irgendwie denkt, YOLO, ich greif mal an und nerv den Gommel. Nee, da lässt mich voll in Ruhe. Ich muss mein Bett gar nicht einbauen mit solchen Nachbarn hier. Ist auch ein Traum. So, was mache ich jetzt? Ja, Tränke kaufen mal wieder. Tränke kaufen. Oh, Geschwindigkeit. Irgendwie warte ich gerade darauf, dass du irgendwann mal runterfällst. Weiß ich nicht. Er sagt im Motto, ja, neue Runde. Nein, das nicht. Aber so nach dem Motto, so, Trollolol. Genau. Wie mir, so ich dir. Genau. Zum Glück kann man sich, als ob man hier nicht irgendwie künstlich OP'en. Nee, leider nicht. Sonst wär ich, glaub ich, schon, nicht. Ja, sonst wärst du schon dreimal gestorben, ja. Dann wären wir in der einen Runde Survival Games ein paar Tränke gefüllt. Ich glaube auch. Ne? Komm, ich will ja nichts sagen, aber der Vergiftungstrank, ne? Trollolol. Ja, genau. Beobachtest du mich eigentlich gerade oder nicht? Ja. Schau mal hier unten. Da unten ist noch ein Name, wenn man hier unter diese Mittelplattform schaut. Hast du Hallos? Nein. Da unten ist ein Name. Da ich hab leider kein Optifan. Ist kein Name. Da unten ist ein Name. Da unten ist kein Name. Da ist ein Name. Hast du einen Fleck auf deinem Bildschirm? Nein. Da ist ein Name. Da ist 100. Da ist ein Name. Leute, da unten ist ein Name. Da unten ist bei mir kein Name. Ich spring gleich in die Lava, wenn du möchtest. Und da ist auch ein Name. Jetzt ist da ein Name, ja. Da war eben aber auch schon ein Name. Nee. Doch. War nicht. Da war jetzt nur dieser... Oh, jetzt baut sich mein oranger Nachbar auch rüber. Gibt's denn nicht. Baut er sich jetzt rüber zu dir, oder was? Ja, ja. Egal, ich... Oh, ich hab 30 hier Gold. Hier unten nicht einfach Gold. Naja. Ist einfach da, runtergefallen. Aber da unten war wirklich ein Name, ohne Witz. Nee, hier ist aber wirklich kein Name. Da war ein Name, da war einer hundertprozentig. Da war ein Name. Kannst du mir nicht... So habe ich eine Rüstung, die habe ich noch nicht mal. Gut, dass ich darauf auch mal achte. Helm. Zack. Zack, ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Runde hier. Mal gucken. Hast du einen Schnelligkeitstrank erstmal gesoffen? Na sicher. So, oh, Rüstung anziehen. Da kloppen sich schon in der Mitte. Der Rote hat gewonnen. Und jetzt holt er sich erstmal ein bisschen Gold. Ein ganz bisschen. Können Sie gerne machen. Jetzt gönnt er sich dein Gold. Was? Ja, das Gold, was du eigentlich nehmen könntest. In der Mitte hat er sich jetzt erstmal gegönnt. Ja, soll er doch. Ist mir auch egal. So, jetzt kommt ein schlauer Trick von mir. Naja, ob er schlau ist, werden wir noch rausfinden, aber ich glaube, der ist ganz schlau, der Trick. Und zwar, das Bett mit Truhen zu bauen, weil Truhen kann man immer so schwer abbauen. Naja, geht, ich weiß gar nicht, ich meine, irgendwie, weiß ich nicht, Truhen kann man schon schwer abbauen. Also Truhen sind auch billiger als Eisenblöcke. Ich glaube, Truhen und Eisenblöcke tun sich aber nicht so viel. Na, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, kommt ganz drauf an, mit welcher Spitzhacke, aber mit der Eisenspitzhacke geht das eigentlich auch schnell, die Truhen abzubauen. Na, ob du da so sicher bist, Freaks? Ah, Nee, Truhen kann man nicht so schnell abbauen, nee. Glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Zack. Guck, hier mache ich auch nochmal eine Truhe vor die Tür. Geil, da kommt keiner rein in die Truhe. In das Haus. In mein Wohnmobil da. In mein Chillermobil. So, mal eben nochmal solche Schafe kaufen. Zack und zack und zack. Jetzt habe ich schon 6 dieser Schafe. Reicht auch, glaube ich, mal. Und ich muss jetzt mal wieder in die Mitte, denn ich merke, dass da ja alles drunter und drüber geht. Ja. Oh, nee. Oh, okay, der hat sich noch gerettet. Alles klar. Hauptsache, ich komme in die Mitte lebend. Und da unten ist immer noch der Name, aber egal. So, was mache ich jetzt? Ich möchte ja noch mal eine Challenge schaffen. Ja gut, dann greife ich mal an. Dann musst du eigentlich jetzt mal rüberrennen, weil sonst kloppen die sich gegenseitig Betten kaputt. Ja, obwohl, richtig. Es ist ja gar kein Bett kaputt. Guck mal, da unten, was macht der denn da? Außer mein Bett. Der will wohl mal in der Lava baden. Warte mal, du könntest es aber echt noch schaffen, oder? Warte mal, ich glaube, die haben alle noch Betten. Hier ist noch ein Bett. Oh weia. Der hat, glaube ich, einen Bogen. Da muss ich jetzt richtig aufpassen. Echt? Ja, nee, der hat noch keinen Bogen. Den hole ich mir.
Ich weiß gar, ich bin gerade total verpeilt. Wo bist denn du? Ich bin bei Team Blau. Ich bin bei Team Blau. Ich bin bei Team Blau. Da. Okay, baust du gerade Bett ab? Bett ist okay, abgebaut. Und dann hau ihn kaputt. Komm. Team Nummer 1 ist raus. Zack. So, und weiter geht's. Welches Team liegt jetzt am nächsten? Ich weiß es nicht. Ich kaufe mir nochmal eben schnell einen Trank. Du könntest jetzt rüberrennen zu Rosa. Ja, ich hole mir nochmal eben schnell einen Trank. Weil ich glaube, der ist eh nicht so gut. Zack. Nochmal schnell einen Trank reinpfeifen, der Schnelligkeit, zack. Und weg hier. So, mal schauen. Orange baut sich auch rüber, aber zack. Der muss erstmal mit der Lava kämpfen jetzt. Nee, aber guck mal, der Pink ist gerade wieder rübergegangen. Aber der hat jetzt vielleicht ein bisschen was. Also wenn du jetzt schnell bist, der ist gerade am Craften. Wenn du jetzt schnell bist, dann... Kann ich ihn bekommen, ja. Genau. Weil dann merkt er dich nicht. Ja, da laufe ich mal eben schnell rüber. Kill ihn einmal und dann geh rein, baue das Bett ab. Weil er hat es ein bisschen zugebaut. Nein, okay. So, und jetzt ganz schnell rein. Bett zack. Abgebaut von Bett Nummer 2. Wo ist er hin? Ach, da ist er. So, ja, und der ist damit auch raus. Zack. Perfekt. Team Nummer 2 von 4. Ich habe mir, wie gesagt, vorgenommen, 4 Teams rauszuschmeißen. 2 habe ich schon mal. Ja, da. Oh. Zack. Da. Oh, der hat den Bogen dabei. Perfekt. Ich habe gerade schön einen, der in die Mitte wollte, mit dem Bogen runtergeboxt. Das ist perfekt. Was hat der? Der hat doch jetzt auch nichts. Da könntest du jetzt eigentlich hinlaufen. Mach ich auch. Am besten, du gibst mir in der Richtung gar nicht so viele Tipps, weil, weißt du, es gibt ja immer so viele, die dann so genau und penibel da sind und sagen, du sagst einem ja total wichtige Sachen vor, aber das stimmt dann auch gar nicht. Ja, das sag ich doch gar nicht. Ja, ach was. Ich sag nur das, was du dir selber auch denken Schaff, kannst. Schaff! Tu, was Alter, du nicht lassen kannst. Schafe und bitte, nein, Vorsicht, er kommt. Oh. Oh, ich wäre beinahe runtergeflogen. Ja, du stehst auch ganz, ganz, ganz unpraktisch, ey. Jetzt aber, mein Schaf, tu es doch. Spreng dich doch in die Luft. Komm, jetzt mach da nicht bumm. Das kann doch nicht sein. Komm, bam. Ja. Ja. Aber er hat gar nicht so viel. Zack, in den Kopf. Oh, er fällt runter. Das gibt mir Zeit. Oh, jetzt aber, flink, du. Reinbauen. Oh, der hat Truhen da hingestellt. Das ist richtig nervig mit den Truhen, das sage ich ja immer. So, aber egal. Guck mal hier. Jetzt baue ich hier. So, und jetzt die Truhen. Guck mal hier, wie lange das dauert, die Truhen abzubauen. Aber egal, ich kenne einen Trick. Warte, kann ich mich reinbauen? So. Nee, ich kann nicht reinkommen. Okay, okay. Wer war denn das? Welches Team? Rot. Wo ist er denn hin? Jetzt muss ich schauen, siehst wo er hin ist. Siehst du den nicht? Ich will ja nichts sagen. Nein, sag mal nichts. Ich glaube, da vorne steckt er. Bei Gelb. Okay, den hole ich mir. Ah, ich habe ihn sogar getroffen noch mit dem Pfeil. Echt? Hä, wo ist denn der Gelbe hin? Ach, Gelb war ja mein Team, ne? Ja. Ich glaube schon. Ja. Das kann ja nicht angehen, dass er hier bei anderen, bei Fremden in der Bude hockt. Genau, der hat sich ja einfach eingenistet, ey. Das ach, kann komm. Nicht sein. Ach, ich wollte ihn eigentlich mit dem Schaf töten. Ja, okay. Egal, Team 3 ausgeschaltet. Okay, es geht weiter, es sieht gut aus. Weil welches lebt denn hier noch? Ich glaube, Team Grün müsste. Achso, Team muss Grün Tab müsste drücken. Du. Oh, ich werde abgeschossen. Von wo werde ich abgeschossen? Der Schwarze lebt auch noch. Der Schwarze, da vorne. Der Orangene, der ist mir gefährlich. Warte mal, ich schicke da mal ein Schaf rüber. Ich hoffe mal. Nein! Ah, da war der Weg kaputt. Ah ja. Ja, stimmt. Ich würde, also jetzt mal so gesehen, ich glaube, der Orangene ist zwar ein bisschen. Schnell, warte, Schaf. Ja, guck's dir jetzt an. Wenn das Schaf das macht, das wäre so genial. Das wäre allein schon wegen der Ablenkung. Oh, pass auf, er baut's ab. Ja, das ist ja so genial. Er hat den Weg abgebaut. Oh, das Schaf ist runter. Falls du es nicht gesehen hast. Du kannst ja nicht mit ranzoomen. So, weil das Einfache ist jetzt. Ich bin drin. Oh mein Gott. Zack, jetzt machst du das vierte Team quasi tot, weil das ist, glaube ich, der Einfachste, weil die anderen haben sich alle noch gar nicht in die Mitte gebaut. Doch, die haben sich alle noch nicht in die Mitte gebaut. Alter, ich hätte niemals gedacht, dass ich den bekommen werde, weil. Zack, warte, wo ist der? Wo ist der hin? Ich warte ab, vielleicht verbrennt er noch wegen seiner guten Rüstung. Oder er hat eine Rettungsplattform, kann alles sein. Ich hole mir mal eben einen Trank. Ich ghoste einfach mal nicht. Nee. Der steckt bestimmt noch hier unten. Der hat sich noch. Der lebt bestimmt noch. Das schon, ja. Ich weiß, ja. Egal, ich kaufe noch mal so ein paar dieser Schafe. Die Schafe sind ja so genial. Hat man ja gerade gesehen. Die haben ja so den Arsch gerettet. Der macht. Oh, nee, ey. Oh, ich finde das so schade, dass ich nichts sagen darf, ey. Weil das ist, was der hier gerade veranstaltet, ist echt assi, ey. Der will mich bestimmt runterboxen. Nee. Der verkämmt sich da unten. Nein. Ne? Vielleicht. Ja, ist doch klar, dass er sich hier unten verkämmt. Ja. Da musst du mir auch nichts vorsagen. Und nee. Naja, den spare ich mir für später auf. Naja. Ja, ich weiß, er kommt gleich hinter mir. Mhm. Ja, komm, lass mal.
Was, will ich Angst gerade? Nee, es ist... Oh, er hatte noch Gold und andere Sachen in seiner Truhe. Ah. Ich hab grad gedacht, er wollte sich... Das will er aber doch nicht. Ich hab grad gedacht, er wollte sich rausbauen. Und dann hättest du ihn vielleicht mit dem Bogen gekriegt, aber... Jetzt kannst du es vergessen. Ach, Quatsch. Ich hol mir eine Gravitätsgranate und dann schmeiße ich die da runter und dann... Dann kann er mich mal. Das ist, wenn du dich nicht selber damit tötest, ja, dann ist das gut. Du so, musst ihn ja erst er mal braucht, glaube ich, mal eine Lektion da unten, ne? Ich sag ja nix, ne? Der ist bestimmt auf der anderen Seite der Insel, ey. Was ist das denn für ein Spacken? Richtiger Freaks-LP. Ich sag nur mal, gut, dass du nicht auf den Weg gegangen bist. Ach, ich wette, der hockt hier unter mir irgendwo. Warte, jetzt bin ich gespannt. Wo hat er sich versteckt? Ich habe gerade richtig Angst, dass er mich runterschubst. Ja, dass er dich runterkickt mit seinem Bogen. Ja, habe ich gerade eher Schiss mit vor. Seinem Bogen? Woher hatte er einen Bogen? Sag der nicht, der ist in der Mitte. Der war doch in der Mitte davor schon. Ja, da habe ich ihn ja getötet. Schon. Ja, wahrscheinlich hat er sich gerade eben noch mal ganz schnell ausgerüstet. Hat noch eine Kiste hier. Vielleicht lag da in der Kiste ja noch was. Ja, ein bisschen, aber jetzt machst du mir Angst. Ja, die Sache ist halt einfach... Welche Teamfarbe bin ich denn? Ich bin orange. Ich kann... Ohne Optifine ist das echt schlecht hier auf der Karte. Du bist nicht orange, du bist... Nee, aber bei dem Team orange bin ich gerade. Ja. Ja, deswegen, ich kann jetzt schlecht irgendwas sagen. Das wäre ja auch komisch. Ja, ja. Oder assi, aber ja, ich habe jetzt eigentlich schon genug Tipps gegeben, was du jetzt nicht machen sollst. Ja, über die Brücke laufen, weil er hier irgendwo steckt. Mhm. Aber wo... Gut, dass du nicht sehen kannst, wo ich gerade fliege, ey. Spectator-Modus. Boah, ey. Oh, nee, der ist bestimmt... Warte mal. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. So ein ganz, ganz kleiner ungutes. Kleiner Tipp. Ich glaube, ich würde einfach mal sneaken. Weil ich glaube, damit verwirrst du ihn. Alter, du machst mir richtig Angst, diese Psychospiele hier. Ja. Nein, ich kann ja nicht mehr sagen. Aber nee, du verwirrst ihn, glaube ich, mit sneaken mehr. So ein bisschen. Oh. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz, ganz lustig. Weil ich glaube, er ist verwirrt. Wenn ich auch nur wüsste, wo er steckt. Das würde mich so freuen. Und da unten, da baut sich auch einer lang. So, ich muss ihn irgendwie töten, weil dann habe ich erstmal eine Challenge geschafft. Also ich kann ja mal eine kleine Story erzählen. Ich hatte so einen auch schon mal bei Rustic, da hing der unter der Plattform einfach und hat sich da auch drunter gebaut und den habe ich nur durch einen Schankfehler gesehen. Weißt du, ich habe so gedacht, irgendwas buggt, aber nein, der hing einfach unter dieser Plattform. Hat da rumgechillt. Oh, du könntest ihn sehen. Du müsstest ihn sogar sehen, wenn du nicht... die ganze Zeit auf einer Stelle stehen würdest. Der kauft sich bestimmt gerade Sachen. Nein, aber guck doch mal bitte richtig. Das ist er doch nicht, oder? Doch. Nein, du guckst falsch. Ach, da unten ist er ja. Oh. Nimm das. Meine Gravitätsgranate. Du Schnösel. Nein, das ist die Schafe. Schaf. Ja, er rennt. Alter, ey. So, nimm das! Jetzt! Ja! Und? Nein! Das war die Gravitätsgranate. Ja, aber... Irgendwie macht die jetzt nichts. Der ist ja auch woanders schon wieder. Nee. Ja, ich sehe das gerade. Der ist hier hinter. Mhm. Deswegen, er war aber auf der einen Seite. So, der komm, hat da unten gönn dir. Schaf, verpiss dich hier oben! Nein, ich wollte doch gar kein Spawn! Boah! Hau ab, du Schaf! Ich muss mich retten. Nicht hoch? Ah! So, verschwinde hier von meiner Plattform. Ja, mein Schaf, Schaf tut's. Das setzt sich jetzt aber ihm ein. Oh, ich hab richtig Angst. Guck mal. Warte, ja, er rennt gerade in die Mitte, ich weiß es. Wenn du nach unten gucken würdest, ey, da hat er sich einfach, der hing da einfach. Er ist raus, so einer Lücke. Ich hab die Challenge geschafft, ja. Nein. Endlich, 4 Teams ausgeschaltet. So, jetzt kannst du auch mal gucken, guck mal, hier auf der, warte mal, wo du gerade guckst, auf der Seite, da Halleluja. Wo der Villager steht, da unten hing der. Der hing da in der, hier. Guck mal, der hat sich da hochgebaut, siehst du das? Ach hier, oha. Und dann, nein, der hing noch weiter unten. Den konntest du gar nicht sehen und der hat nämlich da die ganze Zeit gesneakt und hat die ganze Zeit hinter dir hinterher geguckt. Deswegen habe ich so gedacht, als du gerade auf den Weg gehen wolltest, ja. Bitte tu's nicht, nein.
Oh nee, Mann. Weil dann hätte er dich auf jeden Fall nochmal runtergekickt, eine Runde. Naja, er hätte sich da aber auch erstmal hochbauen müssen in der Zeit, ne? Also, wäre knapp geworden, glaube ich. Ja, nee, er hätte dich einfach, wenn du hier hochläufst, er hätte von da unten aus schießen können. Ach, von, ja. Hatte er einen Bogen dabei, oder wie? Ja, hatte er. Oha, oha. Ja, dann ist das natürlich nicht ganz so geil. Wo hat er den denn gekauft? In der Zeit, wo ich sein Bett abgebaut habe, ja, wahrscheinlich. Ja, ich denke mal schon. Ich habe das auch nicht das Bild gesehen, aber auf jeden Fall hatte der einen Bogen. Voll krass. So, wer bleibt denn jetzt noch übrig? Das ist Blau. Die sich noch nicht rübergebaut haben. Blau und Schwarz. Oder warte mal, wo hat Blau da sich... Da unten hängt einer. Ja, ich muss mal eben zu Schwarz. Die haben... Lol, Alter, was machen die denn da unten? Ne? Doch, Blau hat sich schon rübergebaut. Ich würde eher zu Blau gehen, glaube ich. Oder hängt der Schwarz? Ich sehe gar nicht, ist das da vorne sein Kopf von Blau oder steckt Blau das woanders? Ist, nein, das ist... Nee, Blau ist hier nicht mehr. Okay, Blau... Nein, das ist ich ja möchte keinen Blau. Tipp. Du bist ja gerade bei Hellblau. Es gibt ja noch Dunkelblau. Oha. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich spüre doch den Pfeil schon in mir. Oh, oh, wer lebt? Hat der... Der hat, glaube ich, der eine, der Schwarze, der hat kein Dings. Oh, oh. Der kann auch gar kein Gold haben. Oh, ich höre krass, ich bombardiert werde von Pfeilen. Welch ein Wunder. Glaube ich. Alter, von der wo war auch gar nicht in der Mitte. Ach, von da wäre ich beschossen, ja. Da vorne ist Blau, okay. Ja, ich weiß schon, was ich mit dem jetzt machen werde. Natürlich werden Schaf rüberheizen. Da kriegt er wieder Angst. Ich muss ihn erstmal ein wenig in seine Höhle bekommen. Mit ein paar Treffern. Ey, ich muss mich immer so zusammenreißen, nicht zu ghosten, aber es ist immer so, weiß ich nicht. Das ist, ich will das immer alles sagen, was hier passiert. Ja, da vorne, der eine baut sich zu pink rüber, ja, und so. Ja, da ich genau. Sowas, ja, genau. So, sowas alles will ich immer sagen, weil weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das würde ich, wenn ich mitspielen würde, auch alles so sagen. Deswegen kann ich das immer nie sinnig. Nein! Aber dein Bett ist noch Ich bin nicht raus, mehr da. Mein Bett ist nicht mehr da. Nein! Ich hab's leider nicht geschafft. Ich bin halt zu sehr auf Risiko gegangen bei der... Ich hab gedacht, dein Bett wäre noch da gewesen. Ja, dachte ich auch eigentlich. Aber egal, habe ich gar nicht mehr gemerkt. Hä, dass wie es hat er sich denn da... Hä? Ach! Da war wohl mal jemand. Ja, geh mal, guck mal bei deiner Base, was der hier gemacht hat. Ach, der hat sich da unten durchgebaut. Ja, der hat sich einfach nur hier einmal durchgebaut. Tricky. Und hat dann... Das ist echt tricky. Der ist nicht durchgegangen, sondern nur unten hat er sich Und hat da dann alles abgebaut, ja krass. Ja. Tja, ich bin halt ein Risikogänger. Ich glaube, hätte ich jetzt noch defensiv weitergespielt, da hätte ich die Runde gewinnen können. Weißt du, wenn man immer ganz defensiv vorgeht und so, dann dauert aber auch das Video nochmal eine Stunde länger. Ich fand aber, ich habe die Challenge gewonnen. Das freut mich am meisten irgendwie an der Runde. Und die Runde war ja auch sehr spannend. Jetzt müsste ich halt mich noch hier runterbauen zu denen. Und da hätte ich noch die anderen plätten müssen. Naja. Vielleicht schaffe ich das nochmal in einer anderen Runde. Mal schauen. Ja. Aber das hat mir schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal euch auch. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mich gerne das über eine Bewertung wissen. Freaks LP ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, da haut rein, ihr Chiller. Euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschö mit Ö. Ciao.